Und wir hängen immer noch hier fest. Ist das nicht toll? Scheiße. Ich hab hier auf jeden Fall. Warte mal. So. Ja. Und jetzt kannst du fast damit weiterarbeiten. Ich sag ja fast. Doch. Das da. Du musst auf der einen Seite das eine machen und musst hier runterkommen, das andere auf der anderen Seite machen. Aber wenn du durchgehst, sind die Dinger wieder wenn weg. Wenn ich da durchgehe, ist das weg. Ja, scheiße. Ja. Ah, ist doch kacke. Du musst mir das oder hierher schicken und ich muss. Oder andersrum irgendwie. Ich glaube, der Ansatz ist schon mal ganz gut hier. Muss ich das vielleicht machen mit dem. Nee, ist. Ich guck mal gerade was nach, von meiner Seite aus. Also ich habe hier das Portal unten auf jeden Fall offen. Das ist das Blaue, genau, das bleibt noch offen. Das heißt, die linke könnte ich irgendwie. Och, warte mal. Ach, die ist ja schon. So, nee, Quatsch, Blödsinn. Da treffe ich ja nichts. Zurück hier. So, jetzt treffe ich was. Ja. Ist halt auch wieder doof. Jetzt haben wir den Dings wieder. Jetzt könnte ich wieder hochkommen auch. Oh, warte mal. Wenn ich jetzt auch hochkomme, bringt das was? Du kommst jetzt nicht hoch, weil du, wenn du das so durch das Ding durchfliegst, ja, ist dein Portal weg. Obwohl, nee, das ist ja meins, Theorie. Nee, dann der Dings verschwindet ja, weil der Strahl komplett weg ist, weil das ja dein. Wo kommt denn deiner wieder raus? Hinten, ne? Nee, du hast doch. Hä? Wo ist dein zweiter? Dein zweites Loch ist das da. Das gelbe ist an der Wand und das. Das funktioniert irgendwie. Ja, ich sehe, es funktioniert irgendwie nicht. Warum funktioniert das nicht? Weil wir zu doof sind. Ganz einfach. Ins Wasser geht auch noch. Lustig. Ich glaube, wir müssen einfach nur die Kugel da oben zwischen kriegen, kann das sein? Ja, es kann sein, dass wir die Kugel hier rausbringen wollten und die dann darüber schweben zu lassen. Das kann natürlich auch sein. Das sollte aber nicht so schwer sein eigentlich, oder? Warte mal, dann machen wir das mal folgendermaßen. Da müssen wir wahrscheinlich dann schnell was machen. Oh Gott. Also, ihr müsst auch damit auf diese Höhe hier. Ich muss, glaube ich. Damit die switcht. Ne? Die muss ja wieder fliegen. Dann fliegt die hier rüber. Aber geht dann kaputt. Das heißt. Reicht das von der Höhe? Ja, okay. So, und wenn die dann da oben fliegt, ist das Problem, dass sie, wenn sie hier durchgeht, natürlich kaputt ist. Das ist natürlich auch doof. Das heißt, eigentlich müsste sie eher darüber. Aber dann ist er wieder oben, wo sie vorher schon war. Verflixt. Nicht so einfach, aber ich glaube, das könnte irgendwie. Ich teste jetzt mal ganz kurz. Nur mal gucken, wie sie fliegt, ob sie fliegt. Ja, fliegen tut's auf jeden Fall, wenn auch ins Wasser. Braucht eine neue. Ah, nein! Ich wollte gar nicht da hoch. Da oben ist auch noch so ein Ding. Ist im Wasser vielleicht irgendwo noch ein Knopf? Ah. Was denn? Ja, ich hab dir eine Kugel dann geworfen wieder. Oh, cool. Ich will mal kurz gucken, was passiert, wenn ich die. Achso, geht ja gar nicht. Sie liegt hier hoch, ganz klar, schwebt dann rüber, schwebt und geht kaputt. Aber nie, geht kaputt, weil sie da nicht durchgeht. Genau, richtig. Immer so zu festhalten. Wenn ich das so weit guck. Ich muss da ein Portal machen an der Wand. Dass ich sie. Nee. Problem ist, ich krieg das Ding hier nicht durch. Also wenn ich das hier hin mache, dann kommt die Kugel auch wieder hoch aus. Muss die ganze Zeit dann schon oben. Also die Kugel muss auf jeden Fall dahin. Das ist so viel ist klar. Die muss da definitiv hier dazwischen, aber. Ich habe ja nun die Kugel. Schick mir mal ein Portal hier oben hin.
Meinst du? Nein, so. Hier an die Wand. Hm, ich muss kurz einen richtigen Knopf stellen. So meinst du? Ja. So. Bitte. Da hin. Hm? Du meinst, dass die Kugel gar nicht hier runter muss, sondern dass du die Kugel da oben benutzen musst? Ja. So. Jetzt schwebt sie auf jeden Fall drüber und kommt aber gleich wieder durch, ne? Dann von der anderen Seite. Dann müsste ich ja jetzt quasi. Aber dann hört es ja auf. Wenn ich jetzt quasi so mache. Grüße hin. Ah, runtergefallen. Runtergefallen. Du müsstest dann da hinten an die. Ja, ich überlege gerade nochmal, welche Taste. Also, links ist das da, rechts ist das da. Nee. So, jetzt. Ja, das ist rechts, ja. Mal kurz checken, das ist nicht normal. Ja, gut, das ist rechts. Also mit links würde ich dann wechseln. Nee, mit rechts würde ich, doch mit links würde ich wechseln. Jetzt hängt sie fest, toll. Ja. Einmal mit Profis. Also geht automatisch kaputt. Achso, hast du das so gemacht. Die ist auch nicht genug. Die muss auch das Portal ein bisschen weiter hier hin machen, glaube ich. Da. Dein? Ja. Ja. Oder so. So. So, das brauche ich jetzt nicht mehr hier. Das heißt, ich kann mich schon mal positionieren. Wie machen wir? Bin nicht so gut in sowas, in so. Du blind. Ah, warte mal, ich sehe da was. Aber das. Dann hört er natürlich auf. Ich teste mal ganz kurz was. Kann ich mich erst. Ja, jetzt kann ich nicht durchschießen, ne? Nee. Okay. Ich könnte höchstens. Ich teste mal kurz, was passiert. Wenn ich jetzt links drücke, sind natürlich beide weg. Das ist natürlich auch scheiße. So. Links. Links, linke, linke. Schönen Finger weg von der rechten Maustaste. Das ist wie so ein Triggerfinger. Musst du einfach nur merken, rechts ist unten, links ist oben. Ja, sag das einfach. Das ist zu nah. So. Links. Dann fliegt die da durch. Kommt da wieder raus. Bei dir. Eigentlich müsstest du, aber dann geht es kaputt. Aber, eigentlich ist die Lösung super einfach, wir sind einfach nur zu doof. Jetzt zweit ist er schwerer, auf jeden Fall. Wenn der bei meinem Strahl jetzt durchläuft und dein Strahl reingeht, müsste ich hinten bei dir, dann ist der Strahl ja weg. Scheiße. Oder hast du die Verbindung ja gar nicht. Die Verbindung habe ja ich nur hier mit dem ersten und dem zweiten. Mhm. Das ist nämlich der Denkfehler irgendwo auch, denke ich mal. Kann ja gar nicht anders. Wie soll ich das denn machen? Und sobald ich irgendwas mache, wird es ja unterbrochen. Ganz egal, was ich mache. Ups. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ne, das mache, ist schon alles weg. Schon alles im Arsch. Hm. So halt. Ganz egal wie. Aber anders kriegen wir das Ding ja nicht rüber. Das ist ja auch wieder doof. Heißt immer noch. Und du kommst hier nicht einfach drüber, ohne dass deine Portale weg sind. Sonst wäre es ja einfach. Was komisch ist, weil mit dem Ball und so, ne? Den Ball könntest du rüberwerfen, dann können wir das Ding hier festmachen, dann haben wir den. Bringt uns gar nichts. Bringt uns gar nichts, weil du kommst da nicht drüber. Okay, ist auch Blödsinn. Der Ball schwebt durch die Gegend, durch die Hemisphären. Kommt, geht da durch, kommt wieder zurück, bringt uns auch nichts, weil im Prinzip fliegt er dann im Kreis rum. Der schwebt da lang. Geht da durch. Eigentlich müsste auf der anderen Seite dann dementsprechend das andere Portal von dir sein, da kommst du aber nicht dran. Ich komme nicht drauf. Verdammt! Wieso komme ich nicht drauf? Warte mal.